Koker gibt, sind nichts anderes als menschliche Schwingungen der Angst, die ihre Größe und Kraft annehmen können, je mehr wir an die Angst glauben. Dir geschehe nach deinem Glauben. Dein Wille geschehe. Aber es wird niemals eine Individualität annehmen in Form von einem Gegenspieler, weil Gott hat keinen Gegenspieler. Liebe ist absolut klar. Aber versuch mal den Menschen im 21. Jahrhundert ihren Teufelraum abzunehmen. Plötzlich hat man den Sündenbock weg, denn da wurde ich verführt. Denn heute gibt es ja immerhin Gang und Gäbe, Teufelsaustreibungen etc., was ich als Verbrechen an der Menschheit empfinde. So einiges Gedankengut sollte man so manchen austreiben. Aber die Naivität der Menschen macht und Unwissenheit und somit auch Angst macht, lässt viel mit sich machen, wenn man die Kriege im Namen Gottes betrachtet sozusagen. Oder. Die Unfähigkeit, im freien Willen seine Macht des Schwertes anzunehmen und sich für die Liebe zu entscheiden, zu erkennen, ja, der Mensch hat Angst, aber er steht als Herr drüber und lässt sich nicht übermannen. Hat sehr viel mit Selbstannahme und Liebe zu tun und auch Gott vertrauen, als Schöpfung des Lebens. Und ich staune nicht schlecht, wenn ich die unteren Astralebenen anschaue und beobachte zum Beispiel, wie viele auf den Friedhöfen Seelen dastehen, wie bestellt, nicht abgeholt, warten aufs jüngste Gericht oder auf ein UFO oder sonstiges. Und die haben Geduld, die haben Zeit, weil sie sind nicht an die Zeit gebunden. Die sehen ja nicht, wie die Zeit vorbeigeht, an körperlichen Bedürfnissen oder am Alter oder. Die sind in einem Zustand des Gefühls, was ihrem Glauben entspricht. Und es geht ihnen nicht schlecht, einfach zu warten. Endlich hat man Zeit zu warten. Aber der Schutzengel hat auch Engelsgeduld und wartet mit, bis die Seele soweit ist, zu erkennen, die erste obere Astralebene, dass es weitergeht. Aber diese Hilflosigkeit kennen wir die Menschen ja auch im Leben. Wir vielleicht in leichteren Facetten, aber Sektentümer oder religiöse Dogmatiker oder dogmatische Atheisten kennen das ja in einem nochmal anderen Format. Dir geschehe nach deinem Glauben. Oder oftmals im Spontantod, zum Beispiel Soldaten, die im Hass kämpfen und sterben, die bleiben in dieser Emotion verhaftet. Sie merken nicht, dass etwas vorbei ist, ihnen tut ja nichts weh. Die kämpfen weiterhin gegeneinander und erschaffen ihr Energiefeld. Und die werden ja nicht müde. Der Körper wird ja nur müde, bis sie irgendwann mal auch erkennen, Mensch, in meiner Verantwortung, was tue ich da eigentlich? Und das kann Jahrtausende gehen. Es gibt da oben weder Raum noch Zeit. Und die sind in einer Emotion. Die leiden in dem Sinne nicht. Es gibt natürlich viele noch andere Facetten, aber um so Klarheit zu bewahren, die Höhle, zum Beispiel, wenn Diktatoren auch sterben und in ihrer Wut verhaftet bleiben, erkennen auch nicht den Weg. Ohne Erkenntnis gibt es keine Fortbewegung. Sie müssen sich vor sich selbst rechtfertigen, vor ihrer eigenen Fähigkeit als geistiges Wesen lieben zu können oder nicht. Und denn die Höhle bedeutet, in einer negativen Emotion erstarrt zu bleiben. Und die Liebe ist geduldig, sie hat keine Zeit und Raum. Und vieles gehört natürlich dazu, dass ein Diktator diese Ebenen hindurchgeht,
viele Erinnerungen und Erkenntnisse sind da nötig, lassen wir ihnen ihren Weg. Wir sind keine Richter, haben da keine Verurteilung zu üben. Sonst geht es uns nur schlecht, weil wir ja auch dann die liebevolle Ordnung Gottes durch eigene Furcht und Verurteilung verlassen. So gibt es keine Lösungen. Aber es führt ja auch uns nicht dazu, dass wir die Augen vor Problemen verschließen. Aber wir nähren sie nicht mit unserer Energie, durch unseren Glauben an die Furcht. Es gibt natürlich auch da sehr viele weitere Zwischenstufen etc. Aber für die Erkenntnis, für das Kennenlernen dieses roten Pfades, was ist eigentlich zwischen Himmel und Erde, denke ich, ist das schon mal ein Überblick. Wichtig ist mir anschließend an diesem Vortrag auch oft nochmal in die Quelle Gottes hineinzugehen. Die Menschen in ihrem materiellen Glauben stellen sich Gott als Übervater oftmals vor, als Mann. Energie hat kein Geschlecht. Sollte ja eigentlich logischerweise nachvollziehbar sein. Wir Menschen brauchen ein Geschlecht zur Fortpflanzung. Aber weder Geist, Engel noch Gott. Dann haben die Menschen oft die Vorstellung, Gott, siehe ein strafender Mann oder sonstiges. Und damit kann man nur immer wieder in Konflikt geraten. Und wie ich schon erwähnte, Gottes Schwingung ist im Diesseits wie auch im Jenseits, ist die Fähigkeit deinerseits Frieden zu spüren. Dann bist du in dieser Kraft, in welcher keine Fragen gibt, weil alles dann in Ordnung ist. Und deshalb gibt es auch keine Diskussionen mit Gott. Wenn man mit Gott spricht, channelt man eigentlich sein eigenes höheres Selbst. Deshalb gibt es Boten, die Engel, Boten Gottes, weil sie in ihrer Schwingung eine Aufgabe annehmen, sich in einem Lichtbild zeigen können, so dass wir in unserem Menschsein und Eingeschränktsein intuitiv uns berührt fühlen lassen und auch begreifen. Wenn wir aber in unserem Glauben, in Liebe völlig neutral sind, ohne Beurteilung, das macht die Sauberkeit der Hellsichtigkeit aus. Hellsichtigkeit kann jeder haben. Aber diese Bodenständigkeit und Unerschrockenheit, daran arbeitet man Leben lang. Gottes Kraft, wenn ich in diese Gotteslichtquelle hineinschaue, wenn man sich das wie ein Hochhaus vorstellt, Natur, beseelte Natur, der Mensch, die unteren Astralwelten, alle Emotionen, die oberen Astralwelten, die Engelwelten, Akasha-Chronik, Paradies und die Quelle Gottes, wie ein unendliches Licht. Viele berichten ja auch, wie durch ein Licht erfüllt zu sein und da zu sein, wie in Händen gewogen von diesem Zustand der Gottesbegegnung. Und ich beobachte, dass dieses universelle Licht der Grenzenlosigkeit natürlich keine Form haben kann, auch wenn es oft als allsehendes Auge dargestellt wird, als Symbolik. Und dieses Licht breitet sich bildhaft nach rechts in die männliche Kraft hinein, rechts ist männliche, tatkräftige Seite, und links in die weibliche intuitive Schwingung, denn dieses Yin und Yang der Schöpfung gehört dazu. Es durchdringt die Gottesschwingung alle astral-ätherischen Welten, schwingt durch uns, durch die menschlichen Welten und energetisiert, belebt bis in jedes einzelne Erdfläche. Beseelt sozusagen alles. Und deshalb werden wir niemals Gott begreifen und unser Dasein, dass der Lebenssinn wirklich nicht nur, sondern nur
Lebenssinn der Liebe ist.